Markus, habe ich dir erzählt, wir haben den Kevin getroffen aus dem Soundcloud. Aus dem Soundcloud-File aus Winterberg. Ja, das hattest du mir erzählt. Ja, den Kevin Otschipka hat man nämlich getroffen. Der War vom gut? Rad ging. War Den haben gut? wir, ja, Ja. das war super. Er feiert das auch immer noch ab und hört das ab und zu mal. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache. Das sollten wir Ja, verlinken, in diese dem legendäre Sinne, Datei. auf jeden Fall, die werden wir in den Shownotes natürlich verlinken. Und in diesem Sinne begrüße ich unsere lieben Hörer zur 8. Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit Markus, Moritz und Hannes. Und wir starten natürlich mit Musik, lieber Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ganz genau. Und damit begrüße ich nochmal recht herzlich unsere Hörer. Nach 2 Wochen Pause sind wir jetzt wieder dran mit der 8. Episode. Und ich begrüße, wie immer in Wiesbaden, den lieben Moritz. Moin, hallo, guten Tag. Angenehm. Ich begrüße euch auch. Das ist fein. Und Grüße in den kalten Osten oder in den dunklen Osten gehen zu Markus. Hallo Markus. Du erzählst einen Quatsch. Also ihr habt ja eigentlich die letzte Woche Regen gehabt. Bei uns war hier Nein. jeden Tag 27 Grad und Hä? blauer Himmel. Na, Hier auch. Tom hat mir erzählt, es ist ständig schlechtes Wetter. Ja, der redet auch, wenn der Tag lang ist. Ja, auf jeden Fall grüße ich euch auch. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Außerdem habt ihr 50 Wochen im Jahr Winter. Also genießt den kurzen Sommer. Ja, das ist Genau. die Russenpeitsche. Ist die Sonne bei euch? Ihr habt jetzt nur Sonne, ne? Den ganzen Russenpeitsche. Tag, Ja, auch heute nachts. tatsächlich kündigt sich Regen an und Aha. für die nächsten 2, 3 Tage ist es relativ dunkel tatsächlich. Dann wird es aber wieder schön. Ja, und Grüße von mir gibt's aus Lemgo. In Ich bin Dänemark. auch am Start. Und ja, wir starten direkt mal. Und zwar starten wir natürlich, denn ich habe gehört, dass Moritz Durst hat mit unseren Biersorten. Ja. Was habt ihr denn im Glas oder in der Flasche? Ich habe in der Dose ein Northwest Pale Ale Trail Bier. Oh, das hätte ich auch heute Ja. fast genommen. Ohne Ja, Witz. das war das Einzige, was ich noch hatte. Ja. Aber ich habe es jetzt, deswegen habe ich auch angefangen. Ich hatte nämlich Das ist gerade kurz super. Angst, dass du das vielleicht auch gleich öffnen wirst. Ja. Ja, haben mir Hannes und Tom vom Sea Otter mitgebracht. Vielen Dank dafür. Gerne. Ist ein Pale Ale aus. Wo steht es denn drauf? Irgendwo steht es drauf. Macht ihr mal weiter. Wenn ich es rausgefunden habe, dann sage ich euch, wo es herkommt. Ich habe ein Bier, was ich jetzt nachgeholt habe, weil ich hatte ja letzte Folge sehr viel Bier bestellt oder vorletzte Folge und da fehlt aber immer noch ein Kasten und der ist mittlerweile auch angekommen. Und das ist ein sehr leckeres Bier von Ratsherrn. Ich glaube, ich habe schon mal was von Ratsherrn gehabt. Und zwar das Backyard Beach Summer Ale mit 4,5 Volumenprozenten. Und ich lese ganz kurz die Beschreibung durch. Den Moritz ist ja immer noch am Suchen. Was hinten Mein drauf Bier kommt aus steht? Oregon. Ah, sehr gut. Ja. So, Ratsherrn, Backyard Beach Summer Ale. Es ist Sommer in Hamburg und Zeit für unser kühles, naturbelassenes Summer Ale. Ob auf deinem Balkon, an der Elbe oder sonst wo, Strand ist, wo du gerade bist. Backyard Beach ist das Bier für Grill-Sessions im Hinterhof und entspannte Sonnenbäder. Mehr zum Backyard Beach und unseren anderen Sorten unter ratsherrn.de. Ja, genau, das ist also ein Ale, sehr frisch, entspannt und ich bin gespannt. Markus. Das Dino, der Dino unter den Bieren. Ja, stimmt, das ist ein zweite Liga-Bier jetzt. Ja. So Icke, ne? Ja. Ja, ich hatte was ganz. Ich wollte heute was Schönes aufmachen. Ich habe nämlich wieder Bier bekommen von meiner Schwägerin. Davon war allerdings keins vernünftig temperiert. Und da habe ich nämlich nicht dran gedacht, die Dinger rechtzeitig kühl zu stellen. Und da ist jetzt auch nichts dabei, was man irgendwie bei Zimmertemperatur trinken kann. Und deswegen habe ich mir das aus dem Kühlschrank genommen, was da drin ist, nämlich ein ganz stinknormales Helles, ein Moser Liesel. Gab es letztens im Getränke Hoffmann für einen schmalen Taler und da habe ich einfach mal zugeschlagen. Das ist hier mein abends nach dem Rasengießen Bier und ja, das ist das Einzige, was da war und das werde ich jetzt öffnen. Ja, ich mache auch mal auf. Ich hoffe, es sprudelt nicht über. Ja.
Ja, Prost. Ja, Prost, Prost, ne? Prost, Jungs. So, der Rest ins Glas. Oh. Ja, ist relativ bitter. Mhm. Markus, klinge ich noch gut? Ja, du klingst sehr super. Sehr gut, weil ich habe gerade mit dem Mikro angestoßen und ich habe gedacht, vielleicht... Nö, das passt schon alles, da sage ich schon Bescheid. Gut. Ja, Hannes, nachdem du mit dem Mikro angestoßen hast, erzähl uns doch mal, beziehungsweise erzähl doch mal den lieben Hörerinnen und Hörern, über was für Themen wir uns heute unterhalten. Also, wir hatten gestern eine Frage im Forum gestellt, beziehungsweise einen Artikel veröffentlicht, indem wir euch nach Fragen für unseren Podcast gefragt haben, die wir auch mal beantworten können. Das versuchen wir ja die ganzen letzten Wochen schon so ein bisschen anzustoßen mit dem Artikel zum Podcast, aber das hat nicht so ganz geklappt. Es hat tatsächlich gestern einiges. Ich sag dir, warum das nicht geklappt hat, weil das nie drin stand. Naja, es stand halt unten immer drin, wenn ihr Fragen habt. Oder wir haben es gesagt, glaube ich. Ja, oder so. Auf jeden Fall nie so wirklich prominent. Genau. Sehr unauffällig. Ja, und deswegen haben wir das jetzt mal etwas offensiver gestaltet und haben sehr viele Fragen erhalten. Und wir werden damit anfangen und werden mit unserer Fragestunde beginnen. Wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht bei den Leuten, wo wir deren Fragen wir nicht mit reingenommen haben. Nicht böse sein, das hat in erster Linie einfach mit Zeitgründen zu tun oder weil man mit diversen Themen einfach ein sehr, sehr großes Fass aufmachen würde, über das man sich sehr lange unterhalten könnte. Und deswegen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen oder sowas, die wir uns rausgesucht haben. Aber wollten wir uns, sorry, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, aber wollten wir uns nicht auch über das Dirt Masters Festival unterhalten? Das können wir jetzt machen oder danach? Ja, ich bin dafür, dass wir es jetzt machen, bevor wir uns dann mit den Fragen verzetteln. Weil das Dirt Masters war ja... Moritz. Ja, lass uns damit starten, Moritz, weil das Festival uns. War am... Ja, ja. Ich kenne uns. Wir kennen uns. Dirt Masters Festival, letztes Wochenende im wunderschönen Winterberg. Hannes, du warst vor Ort. Zusammen mit Tom, der kommt heute irgendwie auch relativ häufig vor. Erzähl doch mal, wie war es beim mittlerweile 11. oder 12. Dirt Masters? Hast du gerade 11 gesagt? Ich habe gerade 11 gesagt. Okay. Ja, das habe ich, als ich in Berlin gewohnt habe, jedes Mal gefeiert, wenn die ganzen Berliner 11 statt 11 gesagt haben. Als sie das und, gesagt dann hatten, ne? Ja, gesagt getan gewesen. Haben. Gesagt. 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 Ja, das war die 12. Ausgabe des Dirt Masters Festivals und ich war diesmal nicht die komplette Zeit vor Ort. Wir kamen einen Tag später an als sonst. Und zwar am Freitag. Festival ging von Donnerstag bis Sonntag und es war sehr schön. Also wir hatten wirklich viel Spaß. Es waren etwas weniger Aussteller als in den letzten Jahren. Das war letztes Jahr auch schon so. Was heißt denn weniger? Kannst du das? Es gab ein paar weniger Stände. Also wie viel weniger kann ich jetzt kann ich nicht genau sagen. Also die Hälfte, ein Viertel. Nee. Also so viele. Es war, denke ich, nicht mal ein Drittel weniger als sonst. Also es waren aber ein paar weniger. Es waren ein paar Lücken einfach drin. Das hat man gesehen. Auf der anderen Seite gab es ein paar Sachen, die neu waren und die extrem gut angenommen wurden. Unter anderem gab es jetzt das erste Mal für Hersteller die Möglichkeit, Testräder auszustellen und zum Verleih quasi anzubieten. Und so wie wir es mit den Herstellern besprochen haben, wir haben natürlich sehr viel nach Feedback gefragt, auch gerade an den letzten Tagen, wie es so läuft. Und wir waren bei Evil, bei Radon und bei noch ein paar anderen Leuten und bei denen war grundsätzlich dann alle Testräder dauerhaft weg, die ganze Zeit. Also sie wurden natürlich zurückgebracht, aber sie sind tatsächlich die ganze Zeit im Verleih gewesen und wir haben da sehr gutes Feedback bekommen von den Leuten. Haben gesagt, es waren super viele interessierte Leute da und ja, der Verleih lief also wirklich durchgehend die ganze Zeit. Also es gab kaum Räder, die da waren und genau, das war also eine größere Neuerung, die also sehr gut angenommen wurde. Und das andere Feedback war, dass tatsächlich von den Herstellern beziehungsweise von den Standbetreibern und von den Firmen kam, war, dass es wirklich
mehr interessierte Leute, weniger blöde Leute, ich sag mal so weniger feiernde Party-People, wie es halt wirklich ganz so in bis vor 2 Jahren halt oft der Fall war irgendwie. Da war das hatte halt schon eher so ein bisschen, war so ein bisschen Ballermann teilweise. Und jetzt waren insgesamt, also erstmal waren es weitaus mehr Leute als sonst. Also der Samstag, haben die Leute auch einhellig gesagt, war der publikumsträchtigste Tag in der ganzen Dirt Masters-Geschichte gefühlt. was einerseits am schönen Wetter lag, denke ich. Also das Wetter war halt absolut top am Samstag. Auf der anderen Seite denke ich auch an diesen ganzen Verleihsachen und dass halt dieses Konzept ein bisschen mehr auf Familie und entspannte Festival-Atmosphäre getrimmt war. Und nicht so sehr auf jeden Abend Party. Also es gibt ja seit 2 Jahren die große Festival-Stage nicht mehr, wo dann jeden Abend so Eskalation war, der Campingplatz laut. Es gab ja Campingplatz laut und leise. Und leise waren immer die Racer und laut. Ja, das war eine besondere Erfahrung. die gibt es da gar nicht mehr. Und deswegen war so die einige Meinung, dass es insgesamt sehr gut war, was einfach das Publikum anging. Es gab einmal, und das ist halt beim Dirt Masters einfach irgendwie immer so bei den Whip-Offs, was auch so ziemlich das Highlight ist, gab es abends halt auch ein bisschen Eskalation. Waren auf der anderen Seite, waren wirklich auch da, war eine Rekordkulisse. So viele Leute habe ich beim Dirt Masters noch nie gesehen. Also viele, viele tausend Leute haben zugeguckt. Und da gab es halt ein paar Typen, die halt dann mit Bengalos und Raketen und Böllern irgendwie rumhantiert haben. Und da gab es dann tierisch viele Unterbrechungen. Irgendwann wurde es zu dunkel und dann wurde das Finale halt abgebrochen. Einerseits wegen Dunkelheit, auf der anderen Seite halt wegen der Chaoten. Ja, das war so ein bisschen unschön, wenngleich die Stimmung während der Whip-Offs mega war. Also es hat ging wieder wahnsinnig ab. So viele Leute sind mitgefahren, waren Rekordanzahl an Startern. Ich glaube, es waren irgendwie 70 Leute oder sowas, die mitgefahren sind und die dann aussortiert wurden nach und nach. Ja, und ich denke, wenn sich die Veranstalter da noch irgendwie drum kümmern nächstes Jahr, dass da irgendwie vielleicht härter durchgegriffen wird oder was weiß ich, dann denke ich, kann das wirklich eine rundum gelungene Sache werden. Und ich kann nur jedem raten, auf jeden Fall mal wieder vorbeizukommen. Es ist, hat einen ganz anderen Charakter als in den letzten Jahren noch. Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall jetzt zum Positiven sich gewandelt hat. Also es war echt cool. Ja. Ja, auf jeden Fall interessant, so deinen Bericht von vor Ort zu hören. Das Einzige, ehrlich gesagt, was bei mir, ich habe es nur am Handy so ein bisschen mitverfolgt, das Wochenende, weil ich selbst nicht da war. Was bei mir natürlich hängen geblieben ist, war, dass der Whip-Off-Wettbewerb abgebrochen wurde und dann der Sonntag ziemlich ins Wasser gefallen ist, wofür natürlich niemand was kann. Waren krasse Bilder wieder. Die Strecke praktisch überflutet war und so. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, ja, beim Whip-Off-Wettbewerb jedes Jahr dasselbe, dass es halt so ein paar wenige Idioten gibt, die dann aber dafür sorgen, dass der Wettbewerb abgebrochen wird. Also hat so ein bisschen meine Vorurteile bestätigt, muss ich sagen. Aber nachdem wir uns ja jetzt auch schon Anfang der Woche drüber unterhalten haben, war es ja scheinbar nicht so und das Festival entwickelt sich in eine gute Richtung. Wäre halt schön, wenn dieses Problem noch in den Griff bekommen wird, ohne dass zu viel von dem ganzen Festival-Flair verloren geht, weil eine coole Stimmung und Party und so weiter wollen ja alle, aber halt auf eine ja, etwas verträglichere Art und Weise. Genau, also es wird halt einfach irgendwann, wenn es so, also chaotisch ist ja auch, muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein, aber wenn es dann halt irgendwie an irgendwelche Böller oder Raketen geht, das hat halt gerade mit einer großen Meute und wenn dann noch Familien dabei sind, einfach nichts verloren und ich denke, da muss einfach halt irgendwie dann anders durchgegriffen werden oder wie auch immer, das sollte nicht sein, das fand ich ehrlich gesagt auch scheiße. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch vorstellen, dass es als Veranstalter nicht so einfach ist, dem Herr zu werden. Sie haben, wie gesagt, schon einen sehr großen Schritt gemacht und haben diesen Campingplatz, wo halt unfassbar viel passiert ist, auch in der Vergangenheit, auch sehr unschöne Dinge, den haben sie geschlossen und das hat man gemerkt, dass es wirklich halt dass da was passiert.
Und dass das gefruchtet hat, aber wenn, ja, das muss halt noch in Gift gekriegt werden, weil ich denke, es ist keinem damit geholfen, dass man halt sowas dann absagt, weil der Whip-Off ist schon irgendwie das Highlight und ja. Da fahren halt auch von Simon Gottschalk über Martin Söderström bis, gut, der war jetzt verletzt, aber sonst Fabio Wippmann und so sind halt wirklich alle dabei, das lassen sich alle nicht entgehen und die fahren sonst eigentlich keine der anderen Rennen und vielleicht mal einen Slopestyle-Contest noch oder so, aber das ist halt so ein Ding, wo wirklich jeder am Start sein will von den Gravity-Fahrern, weil es einfach eine einzigartige Stimmung ist. Und ich denke, das sollte beibehalten werden und ja, es bleibt nur zu wünschen den Veranstaltern, dass das in den Griff gekriegt wird noch. Und dann ist es halt eine ziemlich runde Sache. Und ja, Wetter, ne? Ja. Ist halt... wie immer? Ist wie immer, also ist halt Sonntag ist irgendwie immer, wird irgendwie immer irgendwann schlecht. Ich habe noch bis um, ich glaube bis um 12 habe ich glaube ich noch Fotos gemacht, da war absolut staubtrocken, wirklich die ganze Zeit. Und es waren unfassbar große Staubfelder auf der Strecke und dann ging es halt einfach, dann schwamm alles weg. Also ich bin nach Hause gefahren, ich wohne auch nicht so super weit weg, 1,5 Stunden bei uns, es sind 3 Tropfen runtergekommen, also das im Sauerland, das ist halt dann, hat es halt einfach mal voll erwischt. Und ja, aber sonst, wie gesagt, war es ein schönes Wochenende. Na cool, es kommen auch noch Berichte dazu. Noch ein paar weitere. Wird gerade noch ausgeknobelt, wer die schreiben muss, ne? Ja, ich schreibe die schon, aber es liegt eher noch an den Bildern. Naja, zum Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, werden die Berichte dann wahrscheinlich schon online sein. Genau, das könnte sehr gut stimmt, sein. Stimmt, ja. Wir sind ja gar nicht live. Ich vergaß. Ja, wir sind nicht live. Ja. Ganz also, kurz dazu noch, Moritz, ja. Genau, zum Thema Abbruch und coole traditionelle Veranstaltungen finden da nicht mehr statt. Da hattest du auch vorhin ein Beispiel, wo es leider so ist bisher. Ja, was mir da natürlich sofort in den Sinn gekommen ist, ist der Canadian Open Downhill in Whistler beim Crankworx, was eigentlich immer so den Abschluss vom Crankworx Festival gebildet hat. Und wahrscheinlich jeder, der sich schon mal mit dem Thema Downhill auseinandergesetzt hat, wird die Bilder vom Hecklers Rock kennen. Also war so ein ziemlich großer Fels, wo ja die Fahrer runtergeknallt sind und unzählige Zuschauer standen. Ich glaube, eine der wenigen Regeln, die es da gab, war, dass man auf dem Fels bitte sein Oberteil ausziehen soll, was alle Männer und Frauen dann auch strikt befolgt haben. Also da war echt immer jedes Jahr eine absolute Megaparty und auch für die Fahrer war es der Knaller. Also teilweise sind auch dann die Fahrer stehen geblieben, haben da ein Bier geäxt und ja, richtig gefeiert. War was, immer wie eine assi coole ist Sache. Das denn? Ja, es hat sich halt, am Anfang war es lustig, es hat sich noch im Rahmen gehalten und irgendwann wurde es dann halt immer größer und hat halt auch Leute angezogen, denen es halt nicht unbedingt drum ging, dann Downhill-Rennen zu schauen und das richtig zu unterstützen, sondern denen es vor allem drum ging, einfach nur sich sinnlos im Wald zu besaufen. Und dann wurden erst Zäune aufgebaut, damit die Zuschauer nicht mehr so nah an die Fahrer hinkommen, weil dann auch teilweise Bierdosen auf die Fahrer geflogen sind, was natürlich, ja, da hört der Spaß auf jeden Fall auf. Und vielleicht war es Trailbier. Ja, genau. sehr empfehlenswert übrigens. Mhm. Aber würde ich nicht wegschmeißen wollen. Ja, und im letzten Jahr ist es dann damit geendet, dass die Polizei eingreifen musste, weil auch Leute, die gerade im Lift nach oben gefahren sind, mit Bierdosen und so weiter beworfen wurden. Was halt, ja, also ist einfach nur bescheuert. Und ja, jetzt gibt es den Hecklers Rock nicht mehr. Das Rennen gibt es zwar immer noch, aber es hat halt ja sehr an Charme verloren und das ist irgendwie, also jetzt hat echt niemand mehr was davon. Also klassischer Fall von verkackt. Und ja. wenn in Winterberg dann auch irgendwie 3 oder 4 Jahre hintereinander der Whip-Off-Wettbewerb schief geht und es immer wieder dann so eskaliert, dass Leute verletzt werden oder der Wettbewerb abgebrochen werden muss, dann werden sich, das ist zumindest meine Befürchtung, werden sich die Veranstalter auch irgendwann fragen, ja, ist es das überhaupt noch wert oder sorgt es eher für negative Schlagzeilen und wir stampfen den Wettbewerb vielleicht ein. Und das wäre halt auch wäre extrem schade. Ja, wobei es nicht auf die Verletzungen, also die Verletzungen sind echt nochmal eine andere Sache, finde ich. Weil beim Downhill-Rennen beispielsweise, beim GDC oder sonst wo, da hast du halt auch echt viele Verletzungen zwischendurch und viele Stürze.
Ich denke, das gehört so ein bisschen mit zum Risiko dazu. Ja, aber es ist ja wohl ein Unterschied, ob du jetzt blöd auf eine Wurzel wegrutschst im Renneinsatz oder ob du in der Luft bei einem Whip irgendwie von Feuerwerk getroffen wirst. Na, das auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch gar nicht bezüglich Feuerwerk, sondern generell bei Verletzungen, irgendwie, weil du einen Whip halt irgendwie blöd Achso, nee, Quatsch, so. Da gehen die Fahrer außer, natürlich auf eigenes Risiko an den Start, aber ja, es ist aber ja. Außer es ist ja nicht, Sachen, klar, auf jeden Fall. Ja, also das ist ja jetzt, wenn da Bengalos gezündet werden und Raketen in die Zuschauermenge gefeuert werden, dann ist es nicht so abwegig, dass da auch mal irgendwas einen Fahrer trifft, der da gerade über einen ziemlich großen Sprung drüber whippt. Und ja, das wäre dann halt so die nächste Stufe. Und von daher, ja, ist schade, dass halt so ein paar wenige Leute es schaffen, ja, dafür für so eine bescheuerte Stimmung zu sorgen. Ja, absolut. Ja. Aber auf jeden Fall cool, dass du berichtet hast, dass es sich das Festival in eine positive Richtung wiederentwickelt. Ich war früher sehr, sehr gerne da, auch weil ich noch näher dran gewohnt habe. Und fand es eigentlich immer super, bin da immer beim Downhill-Rennen mitgefahren, was auch irgendwie eine coole Sache war. Und von daher freut es mich jetzt sehr, dass sich das Festival wieder positiv entwickelt. Ja, was genau, letzte Sache dazu, was auch positiv dazu beigetragen hat, war einfach nochmal eine ganz andere Fahrerschaft, um es mal so zu sagen, weil das erste Mal seit 2002 wieder ein Enduro-Rennen dort stattfand, und zwar war die Enduro One in Winterberg vor Ort und hat sowohl... Seit 2002? 2012. Ach so, ich habe 2002 verstanden. Nee, 2012 war das, da war das letzte Mal die Specialized SRAM Enduro Series vor Ort. Mit einer Winterberg-Ausgabe, und diesmal war die Enduro One da, was halt nochmal für 600 zusätzliche Fahrer, glaube ich, gesorgt hat. Also ich glaube, insgesamt waren es tatsächlich an die 2000 Starter bei diesem ganzen Event, was halt super krass ist irgendwie. Also jeder 2000. Zweite Besucher sozusagen. Ne, es waren schon, also ich denke, Besucher waren es, also sie rechnen, glaube ich, mit 30.000 Besuchern insgesamt. Das ist ja relativ viel. Und ich würde sogar fast denken, es sind mehr gewesen auch jetzt, also über die Tage. Ist natürlich immer irgendwie relativ schlecht zu zählen, aber wenn sie vorher halt damit gerechnet haben und dann waren es am Ende so nach dem Eindruck vieler noch viel mehr als sonst, können es noch mehr gewesen sein, denke ich. Aber ja, auf jeden Fall ist das halt ganz cool, weil das nochmal den Enduro-Sport auch nochmal mit reinnimmt. Und nicht nur Gravity, also nicht nur Downhill und Slopestyle und Fourcross, sondern halt auch ein bisschen in die Enduro-Richtung geht. Also, wie gesagt, abgesehen von den Chaoten, guter Schritt. Ja. So viel dazu. Das wären die Dirt Masters aus meiner Sicht gewesen. Kommen wir... Cool. Kommen wir zur Fragestunde. Hier, Markus, du musst aber öfter mal hier dein Soundboard heute anschmeißen. Ja, finde ich auch. Das fehlt mir. Sorry, ja. Ich versuche das demnächst. Hast du was Passendes? Ganz kurz nämlich zur Information. Ich bin der Geist, glaubst du mich. Genau. Ja, der gute Frankie. Ja, Markus hat sich nämlich ein Soundboard mit Soundspuren und Soundclips aus Bang Boom Bang gebastelt, und die werden wir nach Möglichkeit überall dort einstreuen, wo es Spaß macht und wo es Sinn macht. Ja, also da haben wir nämlich den also Hasen immer erwischt, dass Sinn macht es halt eigentlich genau hast du jetzt nie. Noch, hast du noch einen? Jetzt würde es wieder Sinn machen, jetzt genau gerade. Ja, vielleicht zum Ende der Sendung, wenn wir denn die anderthalb Stunden voll haben, könnte man irgendwie... Ja, Alter, eingelocht. Der Ficker rein wieder. Heute ist mal vom Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Geilste Szene. Nee. Okay. Ja, das war das Moment für den News Podcast. Ein perfekten Übergang, ja. Es war schön mit euch, wir haben 8 Folgen geschafft. Ja. Das war's jetzt. Ab jetzt nur noch Soundclips. Genau. Ja, ja, gut, also jetzt Fragestunde. Genau, Hannes, Fragestunde. Du hast es eben schon angesprochen. Wir haben auf MTB News und im Forum dazu aufgerufen, einfach mal so Freestyle-Fragen an uns zu schicken. Ich habe gehört, das macht man auf YouTube auch so. Das haben wir jetzt auch mal ausprobiert. Und es sind tatsächlich einige Fragen zusammengekommen, die unsere User und Leser gestellt haben, die wir jetzt einfach mal in unserem Podcast behandeln sollen. Und damit wollen wir jetzt loslegen. Ja, Bibi Zimmermann.
Wie sieht's aus? Hey, ihr Süßen, na? Ja, also erste Frage. Ich öffne mal kurz parallel noch diese Newsmeldung, wo die Fragen drin sind, damit wir die Fragen vorlesen können. Und ich auch noch dazu sagen kann. Cube Rider 1986. Cube Rider 1986. Ja, also oh, Ding Dong. Ja, das ist auch aus Bang Boom Bang, oder? Ja. Komm rein. Lass mich mal ganz kurz zur Tür gehen. Ich weiß nicht, ob jemand anders aufmachen kann. Ich melde mich sofort wieder. Moment. Ja. Okay, aber Moritz, liest doch schon steht mal die Frage steht vor. Steht jetzt bestimmt Kek davor. Ja, also mir fällt gerade auf, dass er gar keine Frage gestellt hat, sondern alle drei Sätze enden mit einem Ausrufezeichen. Aber er hat auf jeden Fall geschrieben, dass wir mal GPS-Computer von Wahoo, Stages und Garmin testen könnten. Also ja, ein Testwunsch für GPS-Geräte. Und Markus, sagst du dazu? Kann ich was dazu sagen? Und zwar den Wahoo hatten wir schon im Test, also den Element zumindest. Den Element Bolt tatsächlich nicht, beziehungsweise noch nicht. Aber ich kann sagen, dass ich letzte Woche zwei Geräte bekommen habe, und zwar zwei Flaggschiff-Geräte von zwei Herstellern. Und die sind ja eben seit einer Woche bei mir im Test, habe schon den einen oder anderen Kilometer damit gefahren. Da wird also demnächst auf jeden Fall noch was kommen. Und wenn es die Zeit erlaubt, ja klar, dann werden wir natürlich auch noch weitere Geräte in den Test aufnehmen. Das ist halt immer so eine Abwägungsfrage, ne? Also wie viel Zeit hat man zum Testen? Das ist eben sehr begrenzt. Und ja, wie viel verschiedene Sachen will man testen? Und daraus ergibt sich dann eben, dass man halt nicht einmal im Monat irgendwie ein GPS-Gerät testen kann oder so. Aber wie gesagt, da kommt was demnächst, seid gespannt. Sind zwei ziemlich coole Geräte. Eins davon gibt es sogar noch nicht mal auf dem Markt. Oh, spannend. Ja, sehr spannend. Ja. Okay, die nächste Frage von Rotabak. Ja. Was tun, wenn es juckt, aber man kann nicht kratzen? Ich würde sagen WD-40. Ja, oder Phenalgon hilft bei sowas auch immer. Ja. Und dann hat er noch geschrieben, dass ihnen also unsere Meinung zum Produktportfolio diverser deutscher und internationaler Hersteller interessieren würde und was denn die verschiedenen Marken aktuell für einen Unique Selling Point haben, also wie sie die Kunden davon überzeugen wollen, ein Rad jetzt ausgerechnet von ihrer Marke zu kaufen. Finde ich eigentlich ein super spannendes Thema, aber würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts zumindest heute sehr sprengen. Mhm. Fände es aber cool, wenn wir da in einer der zukünftigen Episoden mal drauf eingehen, weil ja, irgendwie Fahrräder, das ja, wird jeder bestätigen, Fahrräder heutzutage sind einfach ziemlich gut und unterscheiden sich nicht mehr allzu sehr voneinander. Also die meisten Hersteller machen es richtig und ja, wo dann so die die eigenständigen Aspekte der Marken liegen, fände ich cool, mal mit euch drüber zu diskutieren. Wenn ihr da auch Lust habt, aber nicht jetzt. Absolut. Ja. Ja, ja, nächste Frage. Ja. Ventil. Es geht um Ventil. Semo 606. Ja. Also, ich finde, ihr solltet mal über Ventile reden. Sind die Presta-Ventile nicht eigentlich unpraktisch? Da sind Schrader-Autoventile einfach besser. Geht um Messgeräte. Und hatten MTBs ganz früh nicht immer Autoventil. Ja. Reden wir ganz kurz über Ventile. Was findet ihr besser? Da gibt es für mich nur eine Meinung, und zwar ganz klar Presta bzw. Sclaveron. Beziehungsweise oder das französische Ventil. Ja. Genau, also ja, und zwar für mich aus mehreren Gründen oder beziehungsweise der Hauptgrund ist für mich, man kann tubeless Milch dort sehr einfach einfüllen durch dieses Ventil. Man kann das Ventilherz entnehmen, man kriegt einen tubeless Reifen noch schneller aufgepumpt, indem man das Ventilherz rausnimmt und ja, also was heißt schneller aufgepumpt? Man kriegt noch schneller viel Luft in den Reifen, damit sich die Karkasse
in der Felge verankern kann. Da muss ich dich gleich unterbrechen, das stimmt nämlich nicht. Warum nicht? In einem Autoventil oder Schraderventil gibt es auch einen Einsatz, den kann man rausdrehen. Ja, ich weiß. Und du hast dort einen größeren Innendurchmesser. Das heißt, du bekommst dort in einer beliebigen Zeiteinheit noch mehr Luft durch. Also das glaube ich dir nicht, dass das ein Vorteil sein soll, der Presta-Ventile. Okay, das Problem ist nur, dass ich ein Autoventil nicht durch die viele Felgen, die ich gerade nutze, durchbekommen würde, ohne die Felge aufzubohren, weswegen ich ein Sclavero-Ventil bevorzuge. Da bin ich bei dir. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, das ist so. Ja. Nee, du bist noch dran. Ich dachte, du wärst fertig. Nee, an sich bin ich fertig. Also ich weiß nicht, ob es. Ja, dann bin ich jetzt. Ja, mach mal. Hannes, lässt mich bitte ausreden. Ich finde beide Ventile nicht optimal. Wolltest du jetzt was sagen, Moritz? Ja, ja. Also wenn du was sagen willst, dann sag Bescheid. Ja. Wenn ich damit ein Problem habe, dann ist es in Ordnung, ne? Ja, also ich war auf jeden Fall seit vielen Jahren tubeless. Für mich, mit Schläuchen fahren finde ich Quatsch. Und deswegen fahre ich auch die französischen Ventile, beziehungsweise die Tubeless-Ventile, die ja im Prinzip den französischen Ventilen nachempfunden sind. Was mich aber wirklich nervt, ist, wenn ich dann mal unterwegs einen Reifen nachpumpen muss, dass sich die Ventilköpfe dann doch ziemlich schnell mit Tubeless-Milch zusetzen und verkleben. Und wer kennt es nicht, dass man die Minipumpe ansetzt und schön 5 Minuten lang bei einem Puls von ungefähr 264 im blöden Reifen aufpumpt. Und irgendwann ist dann mal genug Luft drin und dann will man die Pumpe abziehen und es macht und der Ventilkopf hängt an der Pumpe fest, weil er komplett verklebt ist und nichts geht mehr. Also da ist meiner Meinung nach so ein bisschen Optimierungspotenzial, was Tubeless-Ventile angeht. Ich meine, ich hätte bei dem ein oder anderen Weltcup- und Enduro-Rennen noch schon mal ein paar andere Lösungen gesehen, die ganz interessant aussahen. Ich könnte mir vorstellen, dass da demnächst noch was von dem ein oder anderen Hersteller kommt. Mach doch da mal Fotos, wenn du das nächste Mal in der Boxengasse unterwegs bist. Mhm. Oder ja, lass mich raten, du hast schon Fotos gemacht, aber du hast sie nicht veröffentlicht. Nee, ich glaube, da sind sogar auch schon ein paar Fotos veröffentlicht. Also könnte man zumindest könnte entdecken. Könnten wir nochmal schauen. Mhm. Ja. Ich habe noch einen Vorteil des Französischen gegenüber des Autoventils. Und zwar, ich drehe mir immer die Ventilkappe ab, weil mich das nervt und nicht vernünftig aussieht. Und wenn man das beim Autoventil macht, dann sammelt sich dort relativ schnell Dreck drin, der dann beim Aufpumpen hinderlich ist. Beim französischen Ventil kann das nicht passieren. Und wenn da mal irgendwie ein bisschen getrockneter Schlamm dran ist, dann kann man den einfach mit dem Finger abwischen und dann ist das wieder gut aufpumpbar. Und beim Autoventil kann sich das halt unter Umständen echt fies zusetzen und man bekommt irgendwie keine vernünftige Luft mehr rein in den Reifen oder in den Schlauch. Und deswegen denke ich mal, das französische Ventil hat da schon durchaus echt einige Vorteile. Ja, okay, genug über Ventile geredet. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Aber bei Autoventilen, da hat man auch meistens entweder so Würfel oder so Totenköpfe drauf. Ja, genau. Oder Balkenkreuze, das waren ja auch immer sehr beliebt. Ja. Ja. Okay, ja. Nächster Kommentar von Erdling. Bitte nicht 90% über Bier sprechen. Wie ist euer Bier? Ja, wollte ich auch gerade super. Meins ist also fast leer. Ich glaube, ich hole mir noch eins. Ja. Meins ist leer. Ich habe leider keins mehr. Ich steige jetzt um auf Mate. War das eine kleine Flasche, Moritz? Oder hast du einfach so einen harten Zug? Das war eine normale Liter. Ja. Gute Faxe. Wie immer. Moritz, ja, wie immer. Moritz, alles wie immer. Ja. Ja, nee, Bier war sehr lecker. Ist leer. Jetzt trinke ich eine Mio Mio Mate. Oh, auch gut. Weißt du, wo die herkommt? Mhm. Aus Brandenburg. Die Mio Mio Mate, die ich hier trinke, die kommt vom Rewe um die Ecke. Ja, natürlich. Aus Brandenburg, ist das so? Ja. Ich glaube bei Löwenberg oder so. Muss mal gucken, steht auch drauf. Hier steht, wer kennt's nicht? Haselünn. Ah. Kann auf sein? Haselünne. Ah. Oder Haselünne. Das Etikett ist genau da eingerissen. Haselünne ist im Emsland. Ja, das ist ja nicht Brandenburg. Oder es gibt verschiedene Apfelanlagen oder Brauereien, das kann natürlich auch sein. Ja. Gehört wahrscheinlich auch zu einer großen Firma mittlerweile. Format geht zur nächsten Frage. Genau.
die nächste Frage. Oh, jetzt stimmt jetzt hier die Reihenfolge nicht. Jetzt wird's komisch. Die nächste Frage, die wir uns notiert haben, lautet: Ist Moritz ein Trendopfer und Hannes eine Style-Hure? Markus, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, die Frage ja, kann man mit Ja beantworten. Nächstes. Nee, ich glaube, dass der Hintergrund ist, ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon das Thema irgendwie mal und ich fand, Hannes hatte da ganz gute Ausführungen gemacht. Vielleicht kann er die einfach nochmal wiederholen. Also, die Frage ganz kurz, die kam von User Tyrolens. Und ihn hat interessiert, ob wir uns nicht ab und zu als Trendopfer oder Style-Huren fühlen würden. Denn wir sind ja der Marketingmaschinerie ziemlich ausgeliefert, Oton. Und es sei da schwierig, alternative Stories zu bringen. Ja, das ist. Wir waren uns nicht so ganz sicher teilweise, wie die Frage gemeint ist. Also ich denke, in Bezug auf diese Trends ist es einfach so, wir schreiben ja sehr, sehr schnell natürlich über Trends, sobald wir irgendein neues Produkt ausprobiert haben, weil wir auf den Pressecamps eingeladen wurden oder frühere Infos auf irgendeiner Messe bekommen haben. Und was stimmt, ist, dass wir bei manchen Produkten definitiv dann durchaus euphorisch sind, was aber nicht daran liegt, dass wir zu, keine Ahnung, mit Geld zugeschmissen werden von den Herstellern, wenn wir was Positives dazu sagen, sondern vielmehr, weil es tatsächlich ganz gute Produkte sind, die sich aber auch dann beim Endverbraucher eine Weile später ebenfalls als gut herausgestellt haben. Als Beispiel seien hier genannt generell 11-fach-Schaltung beispielsweise, 12-fach-Schaltung vielleicht jetzt auch, Vario-Stützen, weiß ich auch noch ganz am Anfang, als es einen unfassbaren Gegenwind gab gegen Vario-Stützen, wer braucht sowas, ist doch Quatsch, ich kann doch meinen Sattel von Hand verstellen, es geht doch genauso. Und ja, gerade bei einmal 11 beziehungsweise einmal 12, da gibt es dann echt, dadurch, dass sie jetzt relativ erschwinglich zu erwerben sind, eigentlich keine Diskussion mehr und da sind wir tatsächlich relativ einhellig der Meinung, dass es viel Sinn macht. Das hatte, glaube ich, Markus, wenn ich mich recht erinnere, nochmal, als wir letztes Mal über unsere Radvorlieben oder was ist unserem Rad besonders wichtig, haben wir das, glaube ich, auch kurz besprochen, dass es tatsächlich eine relativ, ja, dass es wirklich eine super Sache ist mittlerweile einfach, wenn man ein Kettenblatt vorne fährt und hinten 11 oder 12, ja. macht mehr Sinn, als mit Umwerfer zu fahren. Für die meisten, ich möchte es nicht verallgemeinern, es mag definitiv Leute geben, die noch eine höhere Übersetzung fahren oder es einfach gerne mögen, 3x10 oder 11x, oder 3x11 zu fahren. Aber ganz oft ist es so, dass es halt einfach Produkte sind, wo wir von überzeugt sind, wenn wir sie zum ersten Mal fahren. Und es aber noch nicht die Möglichkeit für den Endkunden gibt, darüber vernünftig zu urteilen, weil er einfach noch nicht die Möglichkeit hat, es zu fahren. Ich denke, deswegen wird es oft so ausgelegt, ach, ihr seid doch eh irgendwie Marionetten der Industrie oder was weiß ich. Anderes Beispiel sind beispielsweise 29er, wurden am Anfang auch ziemlich verlacht. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die auf 26 Zoll unterwegs sind, 27,5 auch. Aber gerade wir, das hatten wir auch mal in der früheren Folge besprochen, sind für bestimmte Einsatzgebiete, Einsatzgebiete, rau dem Herzen, davon überzeugt, dass 29er tatsächlich viel Sinn machen. Und einfach, ja, also die Vorteile und teilweise natürlich auch die Nachteile sind bekannt, aber gerade im Gewicht, was das Gewicht angeht, gibt es riesengroße Fortschritte mittlerweile und einfach viele, viele frühere Nachteile von 29er sind einfach mittlerweile durchaus ausgemerzt. Nicht zuletzt, was die Stabilität angeht, Steifigkeit angeht und so weiter und so fort. Ja, was gibt's von euch dazu noch zu ergänzen? Ja, zur ganzen 29er-Thematik, das gesagt, wir haben es auch schon mal in vorherigen Podcasts angesprochen, also den Unterschied zwischen einem neuen und einem alten Produkt merkt man vor allem dann, wenn man die beiden Produkte im unmittelbaren Vergleich gegeneinander fahren kann, was relativ kompliziert für die meisten Endkunden ist. Wir sind aber in der glücklichen Position, wo wir das machen können. Und wenn wir auf einem und demselben Trail erst einen 29er und dann ein 650B-Rad testen, dann merkt man auch wirklich die Unterschiede.
Und da geht es dann auch gar nicht drum, einem Trend zu folgen oder was auch immer, sondern es geht darum, neue Sachen auszuprobieren und sich dann ein Urteil zu bilden, ob das jetzt besser ist oder ob das keine Verbesserungen darstellt. 29er sind meiner Meinung nach in den letzten Jahren auch einfach insgesamt viel, viel besser geworden. Die ersten 29er, die es gab, die waren nicht besonders gut und mittlerweile haben so viele Firmen gute 29er im Angebot, im Programm, dass die kleineren Laufräder meiner Meinung nach in den meisten Fällen fast schon keinen Sinn mehr machen. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass man trotzdem auch mit einem 26-Zoll-Rad oder mit einem Umwerfer oder mit, keine Ahnung was, einem Lenker mit einer 31-8er-Klemmung, dass man damit auch super viel Spaß haben kann. Das darf man nicht vergessen. Also die neuen Produkte, die sind oft sehr, sehr gut, sind teilweise auch besser. Man darf nicht vergessen, die Mountainbike-Industrie insgesamt ist noch relativ jung und es gibt sehr, sehr viele gute Weiterentwicklungen, die einfach die Produkte verbessern. Das heißt aber nicht, dass die alten Produkte jetzt auf einmal von heute auf morgen furchtbar schlecht sind und unfahrbar sind. Das versuchen wir auch immer so rüberzubringen, aber es wird uns dann trotzdem manchmal so ausgelegt, als ja, wären wir eben die Trendopfer und Marionetten der Industrie. Ist immer eine relativ mühselige Diskussion, aber ja. Vielleicht um auch mal ein Gegenbeispiel zu bringen, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr Hersteller rausgebracht haben, sind Carbon-Laufräder, die dann bei 1200, 1300 Euro anfangen, teilweise über 2000 Euro kosten. Oder vor 2 Wochen hatten wir die Laufräder, die komplett aus Carbon inklusive Speichen gefertigt wurden, die über 3000 Euro kosten sollten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher noch keinen Carbon-Laufradsatz gefahren bin, wo ich sage, oh ja, der fühlt sich jetzt signifikant besser auf dem Trailern als ein guter Aluminium-Laufradsatz. Teurer waren sie alle, leichter in der Regel auch. Viele Carbon-Laufradsätze sind mir zu steif, mag ich das Gefühl nicht und würde ich einfach nicht so viel Geld ausgeben. Deswegen ist das, also frage ich mich echt, wer davon profitiert, 2000 Euro für einen Carbon-Laufradsatz zumindest so im Enduro-Bereich auf den Tisch zu legen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, mag Leute geben, die finden es besser oder freuen sich, dass sie dann so viel Geld für ein Produkt ausgegeben haben. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, ist ein Trend, den ich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Es gibt doch aber einfach Leute, die wollen das Beste haben, wie immer sich das definiert. Also ob sich das jetzt über einen Preis definiert oder anders, sei dahingestellt. Ja, viele ist es das einfach. Ne? Ist eine sehr einfache Metrik, das zu definieren. Und dann gibt es halt genug Leute, die sich das kaufen, sonst wird es die Sachen ja auch nicht geben. Ja klar, aber dann könnten wir uns ja in unserer Position auch die Testerei sparen und einfach sagen, dass teuerste und neueste Produkt muss das Beste sein. Aber das ist ja eben genau nicht der Fall. Das hast du ja eben auch ausgeführt. Ja, ja klar. Genau. Nee, aber wird immer Leute geben, die sich das kaufen. Wie sinnvoll das jetzt irgendwie beim Fahren ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es kommt auch immer, ich finde, es kommt da auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Einsatzgebiet man es macht. Also meine persönliche Meinung, also ich war auch jetzt ein Alu-Laufradsatz, weil es tatsächlich für mich einfach aktuell gibt, es gibt keinen Grund jetzt groß zu wechseln, weil ich fahre einen relativ leichten Laufradsatz, der aktuell hält und deswegen bin ich damit zufrieden auf jeden Fall. Ich kann es aber gerade beispielsweise im Cross-Country-Bereich durchaus verstehen, wenn manche Fahrer das letzte Gramm rausholen möchten und sagen, das macht für mich Sinn und dafür gebe ich jetzt gern das Geld aus, weil ich weiß, ich spare halt nochmal 300 Gramm oder wie auch immer oder 400 und ich kann dadurch eine wahnsinnig leises Rad bauen. Sieht man ja an unseren Bikes der Woche beispielsweise auch. Also manche sind einfach Liebhaberstücke auch teilweise dabei und die Leute sagen, ich will ein besonders schönes Rad, ein besonders leichtes Rad und da gehören halt die oder die Komponenten halt einfach dran. Und das sind für viele oder für manche halt auch einfach Carbonräder. Also von daher, da kann ich es schon nachvollziehen. Für mich selber muss ich halt sagen, ich bin mit Alu-Laufrädern tatsächlich auch schon seit jeher eigentlich zufrieden gewesen. Ich wiege auch relativ viel, deswegen da kommt immer so eine persönliche Stabilitätsgeschichte im Endeffekt auch dazu, wobei natürlich jetzt auch gerade durch so Videos wie bei Danny McEskill irgendwie mit Santa Cruz durchaus
erstmal für den Moment bewiesen wurde, dass so ein Ding wirklich sehr, sehr spät kollabiert, auch wenn man es maximal versucht kaputt zu hauen. Aber ja, trotzdem, also ich bleibe jetzt aktuell auch erstmal bei Alu. Ja, kann ich vielleicht an der Stelle schon mal vorgreifen auf einen relativ großen Vergleichstest, der zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht, schon angefangen hat auf unserer Website. Da haben wir nämlich 7 Enduro Race Bikes miteinander verglichen und getestet. Und da war ein Rad dabei mit einem Carbon-Laufradsatz, wo all unsere Tester gesagt haben, super Rad, keine Frage, extrem edel und hochwertig. Hätte aber mit Aluminium-Laufrädern besser funktioniert und wäre weitaus weniger anstrengend und dazu auch noch günstiger, nicht deutlich schwerer. Ja, kommt immer auf den Einsatzzweck an. Weil sie zu steif waren oder warum? Ja, haben einfach, wir sind ja 7 Räder da gegeneinander gefahren. Andere Räder hatten auch Carbon-Laufräder und die Laufräder, die haben einfach so viel Feedback vom Untergrund vermittelt, also für ein so brutal direktes Fahrverhalten gesorgt. Gerade so in Off-Camber-Sektionen hast du es extrem gemerkt, dass das Rad da brutal auf der Linie geblieben ist, aber praktisch keinen Flex drin hatte und es war einfach dadurch super anstrengend. Also war sehr, sehr kräftezehrend, hat extrem gut beschleunigt, keine Frage, aber ja, nach 2-3 Minuten hast du es sehr stark in deinen Beinen und Armen gemerkt. Krass. Das ist der Test, den du übrigens in der 4. Folge angekündigt hattest. Die Flucht vor der Russenpeitsche. Da hattet ihr die in Spanien getestet, die Fahrer. Das war so, oder? Genau, ja. Ja. Die Testwoche. Ja. Okay, reden wir weiter über Trends. Ein großer Trend ist Instagram. Da kam nämlich auch eine Frage. Von wem kam die Frage? Na, vom Rainer. Ah, 525 Rainer. Hallo Rainer, Grüße. Hey. Ja, Ihnen würden unsere Gedanken zu Instagram interessieren. Ich zitiere ihn mal kurz. Gerade in letzter Zeit kommen die neuesten News oft von den Firmen und Athleten selber. Und wir würden ja immer mal wieder Screenshots teilen. Wie denkt man darüber als Fotograf und Journalist, wenn alles schnell und kostenlos verramscht wird? Ja, ist definitiv eine sehr interessante Thematik. Instagram hat es ja so in den letzten Jahren zu dem sozialen Medium Nummer 1 entwickelt, würde ich fast schon sagen. Also für mich ist es das. Vielleicht, ich würde es auf eine bestimmte Bereich aus. Also Instagram ist halt ein komplett bilderbasierter Social Media Dienst. Dann hast du halt Twitter, die halt mit sehr schnellen Kurznachrichten daherkommen, und Facebook ist halt so ein Mix aus allem eigentlich. Viel Video, viel News und das größte Netzwerk so, aber es ist halt immer so die Frage, wie man damit umgeht. Markus, du wolltest gerade auch, glaube ich, da direkt reingreifen. Nee, ich habe es schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich nur sagen, Instagram, Moritz meinte, das ist so das Größte, das Bekannteste. Ich glaube, das muss man schon auf einen bestimmten Bereich beziehen. Also jetzt in der Bike-Branche, im Profisportbereich, da ist das sehr verbreitet auf jeden Fall. Würde ich vielleicht auch sagen, ist sogar das Wichtigste. Aber das gilt für andere Bereiche halt überhaupt nicht. Bei den Schachspielern beispielsweise. Aber das passt, glaube ich, ganz gut damit zusammen, dass halt Profi-Bikesport eben tolle Bilder erzeugt. Sieht man oft genug bei uns in den Fotostories, und daher bietet sich das natürlich an, als Sportler irgendwie genau diesen Dienst zu nutzen und diesen Kanal zu bespielen. Einer meiner Follower heißt Agrarbilder Ostholstein. Da bin ich immer also auch du bist aus der Landwirtschaft. Das ist schon so ein krasser Bereich. Influencer irgendwie, oder? Ja, also Follower. Also eben diese ganzen Kuhbilder, die ich mal poste. scheinbar scheint der landwirtschaftliche Bereich auch da auf jeden Fall am Start zu sein. Ja. Aber ich finde, es ist ein relevanter Punkt, den 525 Rainer anspricht. Und es ist natürlich eine Entwicklung, die wir beobachten. Also Instagram wird im Mountainbike-Bereich als bilderbasiertes Medium immer wichtiger. Ist ein extrem direkter Dienst. Also gerade jetzt über die Stories erfährt man Sachen noch lange, bevor sie auf Facebook gepostet werden oder
dann nehmen wir jetzt mal das Rennen in Winterberg als Beispiel. Da werden dann irgendwann ein paar Stunden nach Rennende die Ergebnislisten veröffentlicht online. Und dann ein, zwei Tage später kommen die Rennberichte mit Fotostories. Und du erfährst aber auf Instagram schon 10 Minuten nach Rennende, wer gewonnen hat, weil die Person es dann einfach in ihrer Story postet, so, hey, krass, hab jetzt hier gerade das Rennen gewonnen. Und so sah es aus von den Bedingungen und so. Also man, wenn man da am Ball bleibt, dann erfährt man extrem viel. Wird auch aus meiner Sicht als Messenger-Dienst immer relevanter. Also auch hier wieder im Mountainbike-Bereich bekomme ich eigentlich sehr, sehr die meisten Infos so von Fahrern und so weiter mittlerweile über Instagram. Ja. Was Rainer anspricht, dass da Bilder verramscht werden, ja, es ist natürlich eine Problematik oder Thematik. Andererseits zeigen zum Beispiel auch unsere Fotostories, die einfach Arbeit brauchen. Also die sind nicht 10 Minuten nach Rennende online, aber dann ein oder zwei Tage später in einer hohen Qualität. Und die Reaktion der Leute zeigt eben auch, dass sowas nach wie vor extrem positiv aufgenommen wird. Also es ist natürlich eine Sache, wo wir am Ball bleiben müssen und wo wir uns dran anpassen müssen, dass das ganze Geschäft sozusagen oder die Berichterstattung insgesamt ein bisschen schnelllebiger geworden ist. Aber egal in welchem Bereich, denke ich, dass sich letzten Endes eine qualitativ hochwertige Berichterstattung durchsetzt. Und dazu gehört eben auch, dass man Instagram auf eine sinnvolle Art und Weise nutzt und da immer immer up-to-date ist und auch immer aktuelle Stories postet und gute und fehlerfreie Beiträge veröffentlicht, ist einfach Teil unserer Arbeit. Aber es heißt nicht, dass jetzt unsere Website dadurch weniger relevant wird. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch eine coole Chance, mit Fahrern in Kontakt zu kommen und sich direkt auszutauschen und so. Von daher sehe ich das jetzt insgesamt nicht negativ. Es ist eine Veränderung, auf die muss man sich einstellen, damit muss man klarkommen. So ist es halt und ändern kann man sowieso nicht. Das hat ja auch, den Vorteil hat es nicht, aber ich selbst mag es halt auch lieber, einen ausführlichen Bericht zu lesen, anstatt irgendwie häppchenweise Informationen zu bekommen, wie es eben bei Instagram ist, da, wie du meintest, das ist eben ein fotozentrierter Dienst. Bekommst irgendwie ein Foto oder vielleicht hast du noch eine Story, aber inhaltliche, also wirklich Informationen bekommst du dort halt eigentlich fast gar nicht. Und da besteht halt eben die große Chance oder da haben wir den großen Vorteil. Wenn wir eben eine Boxengasse-Fotostory bei uns veröffentlichen, das kann halt Instagram aktuell überhaupt nicht leisten. Und das habe ich dann doch deutlich lieber. Aber es mag jetzt natürlich wieder von der einzelnen Person abhängen, wie man das sieht. Viele haben vielleicht einfach, oder vielen reicht das aus, häppchenweise Informationen über Instagram zu bekommen. Mir halt irgendwie nicht. Deswegen. Ich finde, es ist eine Koexistenz halt irgendwie. Also genau. Ich finde es einerseits gut, halt über Instagram schnell eine News zu bekommen, wenn ich aber gleichzeitig weiß, das Ganze gibt es in größer und schöner halt dann nochmal bei MTB News zum Beispiel. Also so machen wir es ja auch, dass wir sagen, wir veröffentlichen eine Fotostory, eine große, und dann knallen wir halt einfach eine Instagram-Story halt voll mit 5 Bildern und sagen, hier, guck mal, wenn ihr mehr Bilder oder die ganze große Fotostory auf dem Rechner angucken wollt oder so, oder mobil natürlich auch, aber klickt auf MTB News und da findet ihr halt nicht nur 5 Bilder, sondern halt 75 von geilen Boxengasse-Artikeln und coolen Infos. Und weißt du, was das Schönste ist? Die bekommst du halt auch übermorgen noch. Und das ist halt ein großer Nachteil dieser sozialen Medien heutzutage, dass die so schnelllebig sind, so wenig nachhaltig, dass du irgendwie das, was du heute liest, übermorgen schon überhaupt nicht mehr findest, ist überhaupt nicht mehr da. Das finde ich persönlich ein riesengroßes Problem. Also wenn ich irgendwo was lese, eine Information bekomme, ich will immer irgendwas haben, was ich bookmarken kann, wo ich einen Link zu habe, was ich später wieder aufrufen kann, was ich referenzieren kann. Und das geht halt in diesen sozialen Medien so gut wie gar nicht. Jein. Also ich mache es bei Instagram, das ist natürlich eine sehr abgespeckte Version, aber bei Instagram bookmarke ich mir durchaus auch einzelne Posts von anderen Leuten. Ja, mit der Instagram-Bookmark-Funktion. Du hast halt nichts, was du irgendwie universell nutzen kannst, um jetzt sagen, okay, ich habe da jetzt irgendwas und möchte das weiterschicken.
Du musst dann irgendwie in dein Instagram, musst irgendwie gucken in deinen Bookmarks, musst hoffen, dass sie die noch haben, dass der Link noch existiert. Das ist ein bisschen schwierig. Und Instagram mag dann auch gehen. Es gibt andere soziale Netzwerke, wo das deutlich schwieriger ist. Da kommen dann noch so Sachen mit ins Spiel wie, wie hat derjenige, der es gepostet hat, seine Berechtigung eingestellt und wer darf das alles sehen. Und da hat halt das offene Web doch durchaus eine Menge Vorteile. Bei StudiVZ sau schwer geworden mittlerweile. Ja, kommst du auch schwer wieder rein in die Posts, ja. Ja, aber das ist das beste Beispiel, ne? Das kann so schnell gehen, dass irgendwie alles, was du irgendwo postest, wenn du dich da drauf spezialisierst, jetzt meinetwegen in irgendeinem beliebigen sozialen Netzwerk zu posten, dass das übermorgen nicht mehr da ist, weil es das Netzwerk nicht mehr gibt, weil es gekauft wird, weil sich irgendwelche Links ändern oder so, und dann stehst du einfach da. StudiVZ, ich habe letztens noch einen Artikel über das Sterben von StudiVZ oder irgendwie sowas gelesen, und da ging es darum, dass Mark Zuckerberg hat so ein bisschen Muffensausen bekommen, als StudiVZ so groß wurde. Da gab es ja eine Zeit um 2007 bis 2010, würde ich sagen. Das kann ich mir nicht ausdenken, oder? Nee, aber das ist wirklich krass. Und so wisst ihr, wie viel, Facebook dann geboten hat, StudiVZ zu übernehmen? Nee, erzähl mal. Die Anteile von 6% von Facebook. Oh, krass. Ja. Boah. Krass, 6%, das ist echt hart. Stellt euch das mal vor, Wahnsinn. Heutzutage, wenn die das angenommen hätten. Also die haben natürlich trotzdem Kohle gemacht, weil dieser Holzbring-Verlag damals StudiVZ gekauft hatte. Aber komm, 6% von Facebook, 6% das ist echt nochmal eine andere Größenordnung, glaube ich. Ja, aber natürlich konnte man das damals irgendwie erahnen, aber da war Facebook halt doch nochmal eine ganz andere Nummer, vor allem in Deutschland. In Deutschland, also, ja, das stimmt. Weltweit waren sie ja durchaus auch schon relativ schnell sehr groß. Aber da haben sie halt gesagt, wir wollen uns da irgendwie nicht reinfuschen lassen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das geht so schnell und du kommst da irgendwie unter die Räder und dann war es das. Und, Von den 6% Facebook hätte StudiVZ dann einfach Instagram kaufen können. Was, wie wir jetzt gerade gelernt haben, das größte soziale Netzwerk der Welt ist. Ja. Okay, drei Sachen haben wir noch offen. Redet doch mal über die Konkurrenz, mach mal deinen Gabeltest Retro VS neu und wie kann ich die Belastung der Hände bezogen auf den Lenker reduzieren? Das ging mir jetzt zu schnell, lass uns nacheinander. Wählen Sie zwei. Ja, ich wähle erstmal die Mitte. Mach mal deinen Gabeltest Retro versus neu. Finde ich eine super Idee, ich weiß nicht, von wem die kam. Sagen wir unserem Kollegen Gregor, der soll sich da so eine Mazda Z1 aus 94 mit 60 mm Federweg und Schnellspanner reinspaxen. Wäre echt mal eine interessante Sache. Ich bin letzte Woche das Propane Eugene gefahren, was wir jetzt vor kurzem auch bei uns gebracht haben als Test. Super cooles Rad. Das hat die neue Fox 36 mit der Grip 2 Kartusche drin, also mit der 2019er Fox 36. Und ich finde, das war ein echt großer Unterschied zu den Vorgängermodellen im positiven Sinne. Also ich bin echt ziemlich begeistert von der Gabel und es wäre wirklich mal interessant, so eine Gabel aus 2018, 2019 mit einer Gabel aus 2011 oder so zu vergleichen. Auch wenn es dann wieder andere Probleme gibt, zum Beispiel, dass es die Gabeln von früher alle nicht in 29 gibt. 29 Zoll gibt. Aber ja, ich glaube, das vergisst man in unserer Position manchmal auch so ein bisschen, wie sehr sich das alles weiterentwickelt hat und wie gut die ganzen Komponenten mittlerweile einfach sind, wenn man die ganze Zeit am Vergleichen ist und so weiter und nach Kritikpunkten sucht, ist schon alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mir fällt eine Sache tatsächlich noch ein als Negativbeispiel, was Trends und so angeht, wo ich tatsächlich ein bisschen sauer bin und es total überflüssig finde, und das ist Boost. Ich bin überhaupt kein Freund von Boost, weil es einfach so viele Laufradkombinationen kaputt macht mit alten Rahmen und hier und da, also gerade was Gabeln, und da kommt es auf so wenige Zentimeter oder Millimeter einfach nur an, und ich gehe immer noch davon aus, dass 99% der Fahrer nichts davon merken, lass es überhaupt 99%, vielleicht noch mehr. Es wird, also dieser Unterschied, und das verursacht einfach dermaßen große Probleme im Endeffekt für den Endkunden, der sich halt kein neues Rad kauft, ein Komplettrad, sondern halt irgendwie seine Sachen zusammenbastelt oder Sachen von früher verwenden will. Der muss Adapterlösungen finden oder andere Sachen einspeichen, andere Laufräder. Also, und das ist echt eine Katastrophe. Also Boost ist wirklich eine Katastrophe. Ja, gerade bei so Sachen wie Laufrädern, die man ja wirklich
sofern sich nicht die Laufradgröße verändert, wäre es ja an sich gar kein Problem, den Laufradsatz sich hochwertig aufzubauen und dann über mehrere Fahrräder zu fahren, wenn die Felgen nicht unbedingt kaputt sind. Ja. Aber dann hast du halt teilweise das Problem, dass der Laufradsatz einfach nicht mehr reinpasst von der Einbaubreite. Ja. Und bei sowas teurem wie den Laufrädern, die sind ja neben dem Rahmen und der Federgabel so das Herz des Fahrrads und noch die Schaltung. Das ist dann echt nervig, wenn es jetzt irgendwie ein neuer Lenkerdurchmesser ist, wo man sich dann vielleicht noch einen neuen Vorbau dazu kauft, wenn man das sowieso eben kaufen will. Dann, meine Güte, ist dann kein großer Act, aber bei Laufrädern, das ist schon sehr, sehr nervig. Ja, definitiv. Also das ist so einer, der fiel mir gerade nur noch ein, weil das ist eine Sache, die mich wirklich persönlich auch massiv nervt, weil ich habe beide Kombinationen hier teilweise noch zu Hause und die kannst du einfach nicht miteinander verwenden. Das ist einfach blöd. Mhm. Ja, genau. Okay. Und wir sollen über die Konkurrenz reden. Genau, über die Konkurrenz. Was haltet ihr von Vital MTB, Pinkbike, NSMB und anderen? Was findet ihr gut, was nicht? Was wollt ihr bei MTB News besser machen? Es sind sehr viele Fragen. Reden wir einfach mal ganz kurz über die Konkurrenz. Hannes, du hattest eben schon was zu Pinkbike gesagt. Genau, das fiel mir als erste Seite ein. Natürlich Pinkbike, riesengroße Seite. Mit den Leuten verstehen wir uns aber tatsächlich auch gut. Wir sind da irgendwie beim Sea Otter oder so. Wir treffen die auf den ganzen großen Events immer und quatschen ein bisschen, trinken ein Bierchen. Und was ich den Jungs tatsächlich echt zugute halten muss, ist die Größe oder die diese Komplettheit der Fotostories von denen. Wir machen auch sehr gute Fotostories. Bei uns ist es aber nicht zuletzt personaltechnisch so, dass wir ein bis maximal zwei Fotografen pro Event haben und oft auch gar nicht so viel Zeit. Und Pinkbike arbeitet teilweise mit 3-4 Fotografen und die fassen wahnsinnig viele Impressionen. Auch abseits der Strecken oder des Rennens oder des Events zusammen, die wirklich sehr sehenswert sind, sehr gut gemacht sind, extrem hohe Fotoqualität. Und da gefällt mir einfach wirklich diese Gesamtheit der Fotostories einfach wirklich, wirklich gut. Also diese bekannten Foto-Epics, muss ich die Kollegen, die natürlich dann, oder bei denen natürlich dann auch die besten Fotografen aus dem Mountainbike-Business dabei sind, oftmals echt mal loben, weil die Fotostories sind wirklich große Klasse. Also die gucke ich mir immer sehr gerne an, die Foto-Epics. Ja, das jetzt nur als, wir können ja jetzt nicht jeden einzelnen Bereich gehen, aber das ist für mich so eins der Highlights der Konkurrenz. Ja, sehe ich auch so. Also Pinkbike macht sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Ich finde, das Design ist insgesamt so ein bisschen altbacken, aber kann ja auch jede Website handhaben, wie es will. Und ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr in Kritik verlieren. Ist ja auch immer cool, positives Feedback auszusprechen oder Lob auszusprechen, auch wenn es eine Konkurrenz ist. ja, und die Pinkbike-Fotografen, die kenne ich teilweise auch ganz gut von den Weltcups, sind alles auch super nette Leute, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Genauso verhält es sich für mich mit VitalMTB. Ist eine Website, die ich sehr, sehr gerne besuche und auch da gerade die Downhill- und Enduro-Berichterstattung von Sven, Boris und Dan. Auch ganz große Klasse, was die da praktisch jedes Wochenende veranstalten. Also da bekommt man so viele Infos und Audio-Interviews und alle möglichen Sachen, finde ich sehr, sehr cool. Auch die Tests von Vital MTB, muss ich sagen, lese ich mir sehr gerne durch. Also die Bike-Reviews, das findet auf einem sehr hohen Niveau statt und bringt alle Informationen sehr gut rüber. Was mir sowohl an Vital MTB als auch an Pinkbike ebenfalls sehr gut gefällt, ist, dass sich da teilweise auch wirklich die Profis dann in den Diskussionen einschalten. Also ich weiß zum Beispiel jetzt noch im Winter, als es so um die ganzen Wechselgerüchte ging und da jemand geschrieben hat, oh, hier Jesse Millamed von Rocky Mountain, der wechselt jetzt bestimmt im Winter zu, glaube zu Yeti, gab es Gerüchte. Hat sich dann einfach Jesse Millamed selbst eingeschaltet und gesagt, ja, hat er überlegt, aber findet Rocky Mountain letzten Endes so cool und fühlt sich so wohl in dem Team, dass er da jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Finde ich eine mega coole Sache, wenn sich da einfach die Profis einschalten. Hatten wir auch hin und wieder mal bei uns, aber nicht in dem Ausmaß. Und das
finde ich, ja, ist einfach eine super coole Sache. Was mir bei VitalMTB auffällt, habe ich jetzt vor kurzem nochmal nach einem Bike-Test gesucht, nach einem Vergleichstest. Wenn man nicht genau weiß, nach was man sucht, sind gerade so Testgeschichten wirklich nicht so leicht zu finden. Ist eher so die Struktur der Website, die mich da hin und wieder vor ein Rätsel stellt. Und was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr oft drauf schaue, ist NSMB. Einfach weil ich in meiner Anfangszeit das sehr, sehr viel genutzt habe, also gerade das Forum und auch die Berichte und da auch die Leute ganz gut kenne, eigentlich denen regelmäßig in Kanada dann auch über den Weg laufe, finde ich, ist eine sehr sympathische lokale Website in Kanada, also in der Gegend von Vancouver. Ja, das ist meine Meinung über die Konkurrenz. Also ich bin täglich, keine Ahnung, wie oft auf deren Websites, informiere mich da auch immer, schaue immer, was haben die berichtet, über was wir noch nicht berichtet haben, wie machen die es gerade, was machen die gerade, an was arbeiten die und so weiter. Aber es ist insgesamt, finde ich, ein sehr freundlicher und kollegialer Austausch. Also immer, wenn man die Leute auf irgendwelchen Events trifft, was häufig vorkommt, dann ist es eigentlich immer eine sehr nette Sache. Absolut. Ja, was wollen wir bei MTB News besser machen? Ich würde vorschlagen, oder ich würde da im aktuellen Zeitpunkt sagen, lasst euch mal überraschen. Wir haben einiges weiterhin vor für diese Saison, aber auch für nächste Saison gibt es definitiv noch einige Sachen, die wir noch besser machen wollen als bisher. Und lasst euch da einfach mal überraschen. Ja, eine Frage haben wir noch. Markus. Ja. Haben wir noch Zeit für die Frage? Welche denn? Ja, bestimmt. Welche war denn jetzt? Wie kann ich die Belastung der Hände bezogen auf den Lenker reduzieren? Ja, da kann ich genau nichts zu sagen. Aber ich glaube, jetzt verstehe ich, die Frage an mich ging einfach nur auf die Zeit bezogen, richtig? Und nicht auf die Inhalte. Nee, das war einfach so, weil man von dir gerade in den letzten Minuten so wenig gehört hat. Ja, das ist ja okay. Ich habe ja auch nichts zu sagen. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich durchaus auch mal die Klappe. Man glaubt es nicht, aber ja. Ich kann dazu nicht sagen, wie man die Belastung der Hände bezogen auf den Lenker reduzieren kann, weil ich einfach den Sport, in dem das auftritt, beziehungsweise in dessen Kontext die Frage gestellt wurde, nicht betreibe, außer einmal im Jahr. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, bei der Trail Trophy, das eine Enduro-Rennen, was ich mal mitfahre. Ansonsten, das, was ich hier fahre, da habe ich keine Probleme mit. Belastung der Hände, selbst wenn ich auf 33er Crosser-Reifen durch den Wald fahre, das klappt bei mir alles super. Ungefedert. Deswegen muss das einer von euch beantworten, falls er es kann. Ja. Ja. Also die Frage kommt von User Spezialeis. Und er fragt ja, wie gesagt, also er sprach ein paar Sachen an, unter anderem, dass es ja jetzt Carbon-Lenker auch, also logischerweise gibt und 35 mm Durchmesser an Alu- und Carbon-Lenkern. Und er fragt, ob der gesamte Lenker dadurch steifer wird, ob er die Schläge mehr in die Hände durchreicht, ob er mit dem Carbon-Lenker was dagegen machen kann, ob die Fasern entsprechend da laminiert werden und so weiter und so fort. Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass ein Carbon-Lenker auf jeden Fall flexen kann und auch flexen soll. Das wird je nach Hersteller unterschiedlich gehandhabt. Die einen wollen extra einen sehr steifen Lenker bauen. Dann gibt es Hersteller, die absichtlich einen bestimmten Flex reinlaminieren. Das ist auf jeden Fall so, dass da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Lenker, also die halt mal mehr flexen, mal weniger flexen. Alu-Lenker in 35 mm Durchmesser, die sind auf jeden Fall, so wie meiner Erfahrung nach, also ich bin da eher sehr steife Lenker bisher immer nur gefahren, ist nicht so ganz mein Fall. Also ich bleibe gerne bei 31,8, das gefällt mir besser. Und ja, also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Ansätze mittlerweile. Beispielsweise versucht Spank die Vibration zu eliminieren. Das machen sie auch mit dem Polygon-Team Downhill. Die fahren diese Sachen auch mit diesem speziellen Schaum im Lenker. Vibrocore nennt sich die ganze Geschichte. Und ja, dieser Schaum im Prinzip soll den soll die Vibration aus dem Lenker halt rausnehmen, dass man also weniger Handprobleme bekommt, gerade auf langen Strecken. Gerade in Whistler beispielsweise merkt man es immer extrem, wenn die Bremswellen reinkommen und man fühlt sich nach dem ersten Tag wie durch den Wolf gedreht, weil man einfach unfassbar wie an der Rüttelplatte eigentlich den ganzen Tag irgendwie gestanden hat. Und ja, da gibt es also
Da gibt es Sachen intern im Lenker, aber Moritz, da gibt es ja noch Sachen, die man noch ändern kann. Ja, also ich finde Belastung der Hände finde ich ein ziemlich wichtiges Thema für mich persönlich, weil ich mir mal vor, ist jetzt über 10 Jahre her, in Whistler meinen linken Ellenbogen so einmal komplett zerstört habe und seitdem mein linker Arm nicht mehr so ganz fit ist. Von daher merke ich das relativ schnell in meinem linken Arm, wenn was am Cockpit nicht passt. Ich finde, man kann nicht pauschal sagen, ob jetzt ein Carbonlenker besser oder steifer oder flexibler ist als ein Alulenker. Ich finde, man kann auch nicht pauschal sagen, ob ein Lenker mit einer 35er Klemmung besser oder steifer oder flexibler als ein 31,8er Lenker ist. Das kommt immer, ja, muss man von Lenker zu Lenker, von Hersteller zu Hersteller entscheiden. Hm. Da gibt es aber tatsächlich relativ stark und spürbare Unterschiede. Also ich weiß zum Beispiel noch, der Raceface Atlas Aluminium Lenker in 800er Breite ist nach wie vor der steifste Lenker, den ich bisher gefahren bin. Ist mir persönlich viel zu steif, reicht viel zu viele Vibrationen an mich weiter, aber gibt auch Leute, die sowas mögen. Ich finde aber auch, dass da noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Das fängt beim Reifendruck an, über die Griffe natürlich, die spielen eine wichtige Rolle. Habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, sind gute Griffe, die außen keinen Klemmring haben. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Griffen von Ergon gemacht. Mit denen kommen meine Handgelenke und gerade mein linker Arm einfach super gut klar. Die Position der Bremshebel, also wie weit die nach innen gerückt sind, in welchem Winkel der Bremshebel gedreht ist und so weiter. Also gibt es einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wo du es gerade ansprachst, was die Ergon-Griffe angeht, also ich fand die auch bisher immer super, aber ich habe auch irgendwann festgestellt, dass die einfach zu dünn waren, bis ich festgestellt habe, dass es die auch in einer Fett-Variante gibt. Das ist irgendwie relativ neu, um ja. Da mal unserem Influencer-Status auch jetzt gerecht zu werden. nein, wir bekommen nichts von Ergon dafür. Ich muss nur sagen, dass ich die privat sehr gerne fahre. Wie hieß die Firma nochmal? Nee, also wie gesagt, gerade die Dicke, gerade wenn man dicke, also große Hände hat auch, dann kommt es wirklich stark auf die Dämpfung an den Griffen an, für mich ganz genauso. Und was übrigens für mich der krass steifste Lenker überhaupt war, ist der DMR Wingbar Mark III in Alu in 35 mm Durchmesser. Der war wirklich richtig krass. Den haben wir mal getestet, den haben wir mal getestet. Genau, und der war super geil für Pumptrack-Geschichten, weil der einfach extrem direkt war, kaum Flex, kaum nachgegeben und dafür wirklich alles sofort die komplette Kraft weitergegeben hat. Aber für einen Freeride-Einsatz war es mir einfach zu krass. Ja, also um die Frage zu beantworten, die Belastung der Hände kann man reduzieren, indem man mit Lenkern rumexperimentiert, mit Griffen rumexperimentiert, mit der Einstellung der Bremsen. Gibt es ja letzten Endes sehr viele verschiedene Faktoren, zu viele, um da pauschal eine Aussage geben zu können. Ja. Okay, die Uhr tickt unerbittlich. Was haben wir noch? Wir würden jetzt erstmal weitermachen mit Neuerwerbung. Das sollte relativ kurz gehen. Wenn ich in die Liste schaue, ja. Ja, ich habe mir nicht viel gekauft. Ich habe mir wir haben uns einen Balkontisch gekauft. Einen neuen. Und ja, das war's auch schon. Und der sieht gut aus und ich bin mal gespannt. Da kann man Sachen draufstellen, die bleiben da auch. Das genau, die bleiben da, rollen nicht runter. Geil. Und kann man Grill. Morgen werden wir Grillgut draufstellen. Nee, heute Abend werden wir Grillgut draufstellen. Ja, genau. Das von mir aus. Was habt ihr Neues? Neuer Skoda? Moritz? Nee, das diesmal Ding nicht. Wird da auch nicht mehr los. Oh. Ja, was soll das denn heißen, Markus? ja, ich habe mir tatsächlich endlich mal Scheibenwischerflüssigkeit für meinen Skoda gekauft.
Nämlich von Tag 1 ist nach ungefähr 10 Kilometern immer die Meldung angegangen, Scheibenwischerflüssigkeit nachfüllen. Ich habe es jetzt 4 Monate lang konsequent ignoriert. Jetzt vor kurzem bei der Tankstelle habe ich mal endlich Scheibenwischflüssigkeit-Konzentrat gekauft. Sehr gut. Ja, und eine Krawatte habe ich mir gekauft, weil ich am Wochenende auf einer Hochzeit war. Ach, da will man ja adrett und mondän aussehen. Und da hast du sie dir so halblässig so ein bisschen aufgezogen, um den Hals einfach gehängt, wie die Boybands in den 90er Jahren. Ja, genau. Kennt ihr das noch? Fotos in den Shownotes. Ja. Ja. Packen rein. Ja. Markus. Ja, ich habe mir sowas Ähnliches gekauft wie Scheibenwischerflüssigkeit. Nur teurer. Tatsächlich die einzige Sache, die mir irgendwie eingefallen ist. Ich habe die Gin Bar mal wieder ein bisschen aufgefüllt und unter anderem eine Flasche Tanqueray Rang Pur gekauft. So relativ bekannter Gin, kommt in einer grünen Flasche daher, von Tanqueray gibt es in verschiedenen Variationen. Und diesen Rang Pur, den kannte ich noch nicht und da dachte ich, da greife ich mal zu. Weil bei uns gibt es die Regel hier im Haushalt, wenn eine Flasche rausgeht, muss mindestens eine neue hinzugefügt werden. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Genau, aber ich habe den, oder wir haben den noch nicht geöffnet, deswegen kann ich nie sagen, ob der jetzt was taugt oder nicht, aber ich gehe mal davon aus. Ja, wo du sagst, ich habe mir in der Zwischenzeit auch eine Flasche Gin gekauft. Ach, siehst du, Hannes, was dich natürlich total freuen wird, ich habe letztens eine Flasche Whisky geschenkt bekommen. Ach, und was zwar so ein, wie heißt denn das Zeug? Gibt es Glenmorey? Gibt es sowas? Ja. Ja. Mhm. Ich habe es noch nicht aufgemacht, keine Ahnung, ich bin nicht der Whisky-Kenner, aber ich dachte, das ist vielleicht dann doch mal eine Sache, die man probieren könnte irgendwann. Ja. Vielleicht, wenn du zu Besuch kommst, vielleicht kannst du mir das dann erklären und dann kümmern wir uns da mal ein bisschen. Ja. Gerne, gerne. Und dann muss deine Frau nach Hause fahren oder so. Ja, ist ja nur. Ist ja nicht weit. Genau, das ist die Metrik, die da zählt, ist, wie weit es ist nach Hause. Ja. Und nicht, wie viel habe ich getrunken. Kannst du dir meinen Skoda ausleihen? Oh ja, das ist ja gut. Ja. Wer hat das denn nochmal gesagt mit dem Bier, mit wie viel Maß Bier davon nochmal nach Hause fahren? Irgendein bayerischer Innenminister war es, glaube ich. Ach ja, die Bayern. Ich weiß nicht mehr genau, war das Seehofer, der gesagt hat, hier mit 2 Maß Bier fahre ich noch oder sowas? Glaube ich nicht. 2 Maß Bier zeugt Seehofer Kinder, aber da fährt er doch nicht mehr Auto. ich hab's hier raus. Es war Beckstein. Günther Beckstein. Siehst du, den nimmst du halt sofort ab, den Spruch. Sehr schön. Ja, ja, ganz klar. Nee, er hatte gesagt, wenn man die 2 Maß in 6-7 Stunden auf dem Oktoberfest trinkt, ist Autofahren noch möglich. Da sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Geiler Typ, ey, Innenminister. Er fügte hinzu, natürlich nicht, wenn man die 2 Liter Bier in 2 Stunden trinkt. Natürlich nicht. Aber über 6-7 Stunden geht das. Oh, feier. Weil die Gewerkschaft der Polizei kritisierte Beckstein. Ich frage mich, was ihn da geritten hat. Vermutlich hat er gerade 2 Maß Bier getrunken, als er das gesagt hat. Sehr schön. Ja, apropos, okay. Wie war denn euer Bier? Lecker. Ich fand, es ist ein sehr, sehr leichtes Sommerbier. Kann ich jedem empfehlen. Ja, kann Sagt ich. Sagt euer Influencer zu genau, euch. Sage ich hier genauso. Ist auch ein helles, ist ja sowieso ein Sommer-, Herbst-, Winter- und Frühling-Bier. Und ich kenne das ja nur schon und werde es auch gerne wieder kaufen. Ist okay. Ja, mein Bier war sehr lecker. Ich mag Pale Ales sehr gerne. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Es war zwar bitter im Abgang, aber nicht zu bitter. Und es steht auch hinten drauf, 60 IBUs habe ich jetzt gelernt. Ich war nämlich auf einem belgischen Bier-Tasting. Das ist International Bitterness Unit oder so, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Das ist die Internationale Biathlon-Union. Ja. Sportwissenschaftler. Ja. Ja. IBU ist eine Gewichtseinheit von einem Teil pro Million Isohumulon-Alphasäure aus dem zugesetzten Hopfen. Die IBU wird unter Verwendung der folgenden Formel bestimmt. IBU gleich 10 Drittel mal H mal, Klammer auf, A plus B Neuntel, B, Klammer zu. Ja. Ja. Ja, und IPAs sind eben dafür bekannt, dass sie einen sehr hohen Bitterness-Wert haben. Hm.
Laut Wikipedia, für Biere mit komplexeren Geschmacksnoten steigt der Wert schnell an, häufig um 60 bis 70 IBU. Ja, von daher würde ich sagen, dass Trailbier hatte eine komplexe Geschmacksnote und hat hervorragend gemundet. So schön die Implikation aus der IBU auf die Geschmacksnote. Ja. Sehr gut. Ja. Die Dose liegt auch gut in der Hand, also vielleicht werde ich die auf irgendwelche Leute im Lift werfen. Ich wollte gerade sagen, du wunderst dich, warum die durch die Gegend gefeuert wird. Jetzt weißt du es. Sehr schön. Ja. Ja, damit zitiere ich nochmal den User Erdling, bitte nicht 90% über Bier sprechen. Ich habe auch gerade zuerst nicht Erdling gelesen, sondern Erding. Yes. Tut mir leid, Erdling. Ja. Dann, ja, sollen wir das nächste Thema noch einmal durchfegen? Nö. Nö, bin dagegen. Okay. Ich bin auch dagegen. Es dauert auch zu lange, glaube ich. Ja. Ja, es dauert auch zu lange. Aber das ist doch schön, dann haben wir gleich fürs nächste Mal was und müssen nicht großartig überlegen. Das ist wirklich gut. Ja. Ich wieder tagelang sitzen und was nehmen wir denn? Lass doch mal einen Artikel schreiben und die User die Fragen stellen. Ja, aber liebe User, liebe Leser, wir hoffen, dass wir einige von euren Fragen zufriedenstellend beantworten konnten. Und ihr dürft gerne weitermachen. Wir lassen den Artikel natürlich offen. Also es gab in der Zwischenzeit, glaube ich, sogar noch ein paar Fragen, die jetzt neu gestellt wurden. Also die werden wir versuchen, nächstes Jahr mit aufzunehmen. Und ich würde noch mal sagen, fragt einfach weiter. Das ja. Kann ja durchaus eine Sache sein, die irgendwie permanent ist, dass wir vielleicht eine kleine Sektion machen pro Sendung und uns ein oder zwei Fragen aussuchen, die kurz abhandeln. Ja. Stellt Fragen entweder in diesem Thema, was wir jetzt hatten, was wir auch nochmal verlinken, beziehungsweise in den Kommentaren zu der jeweiligen Sendung. Und wir greifen das auf und werden die dann einfach zu gegebener Zeit beantworten, wenn wir Lust drauf haben. Ja. Und an alle Leute, die was gewonnen haben, die wir schon mal ausgerufen hatten oder im Artikel erwähnt hatten, ihr dürft euch immer noch melden. Also Gewinner aus Folge 4 hat sich auch vor 3 Tagen gemeldet und bekommt natürlich sein Präsent trotzdem. Also die werden wir erstmal nicht anderweitig verlosen. Also meldet euch gerne weiterhin. Die Gewinne warten auf euch und auch dieses Mal gibt es natürlich etwas zu gewinnen. Und das sagt euch jetzt Markus in der Bitte zum Schluss. Stimmt, ich wollte gerade fragen, Gewinne, wie kommst du jetzt da drauf? Warum gibt es was zu gewinnen? Aber wir machen das ja am Ende jeder Sendung. Mhm. Wo wir euch bitten, uns zu bewerten bei iTunes, in eurer Podcast-App eurer Wahl, egal wo man uns bewerten kann, macht es einfach. Ich habe letztens eine Benachrichtigungsmail bekommen von einer App oder eines Dienstes namens Podbean. Davon habe ich noch nie was gehört, aber da hatte jemand einen Kommentar geschrieben zu dem Podcast, zu unserem Podcast. Deswegen, egal wo, bewertet uns gut, schreibt gerne auch ein paar Zeilen dazu. Und unter allen Bewertungen, die wir zur nächsten Sendung bei iTunes bekommen im Podcast-Verzeichnis, wird natürlich wie immer irgendeine Kleinigkeit verlost aus der Kiste. Leere Bierdose. Ja, von Moritz signierte leere Bierdosen. Oder vielleicht auch tatsächlich mal was Nützliches aus unserer kleinen Schatzkiste in der Redaktion. Also schreibt ordentlich was, gebt uns einfach 5 Sterne oder wie auch immer und ihr habt die Chance, etwas zu gewinnen. Ja, das war's, ne? Ja, Wetter. Du bist ja auch gut heute, ne? Nee, sind ja, wir am Ende? Ja, wir sind am Ende. Hast du vielleicht noch so einen? Eben, ich wollte gerade nachfragen. Hier, hau mal einen von deinem Nippel raus. Warum gibst du dazu? In Wirklichkeit bist du doch ganz geil auf mich. Nein. Oh, ich bin gerade sehr froh, dass dieser Skit nicht weiterging. gibt zwei Versionen des Samples. Genau, wir haben es, oder? Ja. Bevor es jetzt komplett ins Niveaulose abdriftet. Lass uns den Sack zumachen, oder? Mhm. Ja. Schön, war wieder toll. Fand ich auch. Ich fand's gut. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einige neue Erkenntnisse gewonnen oder es hat euch einfach nur Spaß gemacht oder ihr konntet in unserem Podcast einschlafen oder seid in der Zwischenzeit von Duisburg nach Hannover gefahren. Das dürfte ungefähr gepasst haben. Im Rennrad ungefähr, ja. Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Ich würde sagen, war's das. War wieder schön. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Also ich weiß nicht. Oder hören. Wir hören uns. Ne? Ja. Ich fand's auch toll. Und freue mich aufs nächste Mal. Alles klar. Mhm. Gut. Ja, also dann. Ciao. Schönen Tag euch noch. Bis dann. Ciao. Tschö.